Oha, Mann, das schmeckt voll gut! Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Wie ihr sehen könnt, werde ich heute etwas machen, zubereiten, basteln, tun. Weil ich ja in meinen anderen Videos nie was tue. Und zwar werden wir heute 3 virale Schleimrezepte ausprobieren. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass dieses Schleimthema ziemlich groß auf YouTube geworden ist. Und ich dachte mir, ich probiere das auch mal aus, weil ich das immer ziemlich cool fand, als ich das irgendwo gesehen habe, auf Instagram oder sonst irgendwo. Und wie gesagt, ich werde heute versuchen, 3 verschiedene Schleimrezepte zu machen. Und zwar einmal einen Radiergummischleim, der tatsächlich radieren kann. Außerdem ein Schleim, den man ganz einfach zu Hause aus Duschgel und Shampoo machen kann. Und zuletzt werde ich noch einen essbaren Schleim ausprobieren und darauf freue ich mich am meisten. Anfangen mit dem Radiergummischleim und dafür habe ich jetzt erstmal so eine Schüssel geholt, dann ein Blatt Papier, ihr werdet gleich noch sehen, wofür das ist. Dann braucht ihr Speisestärke, aber keine normale, sondern am besten Maisstärke. Das ist einfach die glutenfreie. Außerdem benötigt ihr Flüssigstärke oder ganz normales Waschmittel. Außerdem etwas Bastelkleber. Ich habe vorsichtshalber 2 Packungen gekauft. Dann ein bisschen Bodylotion. Das Wichtigste natürlich Radierer. Und dann, damit es schöner aussieht, einfach noch Lebensmittelfarbe. Ich fange damit an, die Radierer hier komplett aufzuradieren. Also, dass man am Ende nur noch diese Radierfusseln hat. Genau. Und ja, das macht ihr einfach, bis ihr davon ganz, ganz viel habt. Meine Hand tut weh und Leute, es dauert ein bisschen länger, als ich dachte. Ich werde da jetzt etwas von der Bodylotion zufügen. So, wenn ihr das fertig habt, dann geht es auch schon weiter zum Bastelkleber. Davon werdet ihr jetzt erstmal eine gute Menge hier reinfüllen. Ich vermenge das jetzt erstmal wieder mit dem ganzen Zeug, damit es zu einer wunderschönen Masse wird. Und weiter geht's jetzt auch schon mit der Maisstärke. Und davon packe ich jetzt einfach mal eine gute Menge rein, damit das eine schöne, dicke Flüssigkeit ist, weil gleich kommt ja auch noch unsere Flüssigstärke dazu. Wenn ihr damit fertig seid und die Masse dann ungefähr ja, so eine Konsistenz hat, können wir hier die Flüssigstärke zufügen. Und da nehme ich erstmal nur ein bisschen. Also da gibt es halt wirklich... okay, das war ganz schön viel. Da gibt es halt wirklich keine genauen Mengenangaben jetzt. Aber dadurch wird das dann halt so ein bisschen elastischer. Cool. Werke kaufen. Es lässt sich zerreißen, kneten und so wie Schleim runter. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, es ist jetzt nicht perfekt, aber immerhin ist es etwas. Und das Wichtigste muss jetzt natürlich noch getestet werden, und zwar, ob der ganze Spaß hier überhaupt radiert. Weil wenn nicht, dann wäre irgendwie doof. Ich habe jetzt hier einen Bleistift. Ich glaube, du musst ein kleines Stück nehmen, oder? Oha! Jana, guck mal! Das schmiert zwar ein bisschen und es krümmelt auch. Ich glaube, ich habe jetzt hier nicht die perfekte Konsistenz hinbekommen. Aber ein bisschen funktioniert es auf jeden Fall. Also es radiert. Weiter geht's mit dem nächsten Schleim. Und zwar dem ganz einfachen Duschgel-Schleim. Und dafür benötigen wir tatsächlich nur 3 Zutaten. Und zwar einmal Duschgel. Außerdem, ich habe gelesen, am besten ein 2-in-1 Shampoo- und Pflegespülung-Produkt. Und etwas Salz. Dafür gibt es wie letztes Mal auch keine genaue Mischung. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, ein bisschen was da reinzumachen. Aber es soll wohl mehr Duschgel gebraucht werden als Shampoo. Oh, das riecht voll geil nach Zitrone wegen diesem Duschgel hier. Und das werde ich jetzt erstmal vermischen. Das Ganze ist jetzt hier schon ein bisschen schleimig geworden, also eigentlich schon ziemlich wabbelig. Und dazu werde ich jetzt ein bisschen Salz machen, aber nur ganz, ganz wenig, weil wenn ihr zu viel Salz da rein tut, habe ich gelesen, dann wird es eher flüssiger als schleimig. Diese Mixtur hier muss jetzt für 5 bis 10 Minuten in die Gefriertruhe und das werde ich jetzt mal eben tun. So, Freunde der Sonne, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich das Ding ausprobieren werde. Ich habe das gerade wieder aus der Gefriertruhe rausgeholt und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich habe gerade schon mal reingefasst. Oh mein Gott, wow! Geil, Mann, das ist voll der Schleim! Aber den kann man nicht anfassen. Man hat schon was an der Hand, so.
Aber ist trotzdem voll geil. Ich auch mal. Guckt euch das mal an. Das ist richtiger Schleim. So, Freunde, es ist jetzt schon ein bisschen dunkler geworden, wie man hier wahrscheinlich gerade merkt, wenn man durchscrollt. Jedenfalls werde ich jetzt zum allercoolsten Schleim kommen, und zwar dem essbaren Schleim. Dafür benötigt ihr tatsächlich auch nur drei Zutaten, und zwar einmal Gummibärchen. Ich habe jetzt hier diese ganz normalen Goldbeeren. Dann außerdem Puderzucker und noch etwas von der Maisstärke, die wir vorhin schon verwendet haben. Ich habe jetzt hier meine Gummibärchen und ich versuche jetzt alle roten Gummibärchen da rauszusuchen, weil wir das Ganze gleich in die Mikrowelle tun werden und das sonst zu einer ekligen braunen Masse wird, wenn wir rot und die ganzen anderen Farben zusammenmixen. Okay, ich habe jetzt hier so eine gute Menge an roten und auch orangenen Gummibärchen, weil das sieht man nachher sowieso nicht mehr. Und das muss jetzt für... ja, ich glaube höchstens 20 Sekunden in die Mikrowelle und dann sind die auch schon geschmolzen. So sieht das Ganze jetzt gerade aus, also schon eine ziemlich gut schleimige Masse. Und zu diesem schleimigen, flüssigen Zeug werde ich jetzt relativ wenig Maisstärke und vergleichsweise ziemlich viel Puderzucker zufügen. Oh, guck mal, wie geil. So richtig schleimige Masse. Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr von dem Puderzucker und der Stärke rein, damit man das nachher auch wirklich anfassen kann. Okay, das ist krasser Gummischleim auf jeden Fall. Boah, Leute, guckt euch das bitte an. Ich weiß, mit Essen spielt man nicht, aber das ist gerade viel zu geil. Oh, hör mal, das schmeckt voll gut. Probier mal. Oh, cool. Das wird das ist unnormal geil. Auch mal. Probier mal. Okay, Leute, also ich würde sagen, dieses DIY hier war auf jeden Fall der größte Erfolg. Vor allen Dingen das Geilste ist, ihr könnt das einfach mit Sachen machen, die ihr schon zu Hause habt. Ich glaube, die Maisstärke braucht ihr nicht mal unbedingt dafür. Achtung, Leute, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich erzähle euch nämlich jetzt was sehr, sehr Cooles. Und zwar haben die meisten von euch ja bestimmt mitbekommen, dass ich zum Jahreswechsel auf Hawaii war. Und ich durfte euch ja leider noch nicht sagen, warum. Und ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, wenn ihr seht, was hier gerade neben mir steht, nämlich gefühlt ein halber DM-Store. Ich habe hier nämlich den Aufsteller für die neue Körperpflegemarke Emoji, die ab jetzt exklusiv bei DM Deos und Duschgels verkauft. Und zwar vor allen Dingen in der Geruchsrichtung Aloha Hawaii. Wie gesagt, das Ganze ist ab jetzt im DM Deutschland und auch im DM Österreich erhältlich. Ich freue mich sehr, die nächsten Wochen euch noch etwas mehr darüber zu erzählen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendeinen von den Schleims nachmacht, ich würde euch am meisten diesen hier empfehlen, dann schickt mir das gerne mal auf Instagram oder Twitter und markiert mich gerne drauf. Hier kommen wir jetzt auch zu meinen beiden letzten Videos. Dort oben seht ihr meine Social Media Seiten. Dort unten könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!